Ich verstehe, Beach. Problem ist, ich muss halt da jetzt rüber, ne? Also, muss nicht, ich kann aber einfach für immer hier bleiben. Ich glaube, hier ist am besten erstmal. Der da sieht mich nicht. Und der kommt jetzt, wer weiß woher. Sehen wir mal zwei Fertigburger. Wieso Fertigburger? Kriegt man davon das Kotzen? Also ich kann ja als Sushi im Angebot empfehlen. Ihr dummen Pisser. Nein, man darf nicht auf die Kiste schießen. Okay. Gut, dann habe ich vorhin, glaube ich, nicht aus Versehen eine Granate geschmorfen, sondern auf die Kiste geschossen. Kann ja auch keiner damit rechnen, dass wenn man auf Granaten schießt, dass die explodieren. In Battlefield war das nicht so und das ist eine absolut realistische Kriegssimulation. Easy. Verstehe, ja, Fisch ist so eine Sache. Ja, also es ist Mittwochabend, als ich so Pen and Paper gespielt habe, war das recht unangenehm. Wurde es recht unangenehm. Kill all the people in the building. Oh, Moment. Hier geht's gleich richtig los. Der Sound hat auch so ein bisschen Probleme, habe ich das Gefühl. Und wir haben dann das Pen and Paper auch vorzeitig abgebrochen und ich habe dann auch nicht mehr gestreamt, wie ich es vorhatte. Und gestern, sag mal so, ich habe ja... Nein! Oh, ist gerade einer von meinen gestorben? Ja, scheiße. Ja, Moment mal, das Gebäude lebt noch, was soll denn der Unsinn? Scheiße. War gestern unlustig. Ich wollte irgendwie nochmal streamen und so und für die Rollenspielwahl was aufnehmen. Aber lieber hier in meine Plastiktüte, wo ich auch meinen Abfall rein tue, gekotzt. Und wie gesagt, Apfelschorle schmeckt hoch gar nicht so gut wie runter. So, ich habe neue Leute. Ich sollte vielleicht ein bisschen sparsamer umgehen. Zeit für einen No-Death-Speedrun. Was? Oh Gott. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich muss alles zerstören. Ne? Könnt ihr mal umdrehen? Aber es war im Angebot so billig, das Sushi. Da dachte ich mir, was machst du falsch? Ich meine... Ja. Ich weiß schon, warum ich normalerweise nicht so viel Fisch esse. Was seid ihr denn für welche? Seid ihr Feinde? Ihr seid jetzt auch tot. Ich bin mir nicht sicher. Sind das... Wow, was war das? Ernsthaft, was war das? Was hat mich da getroffen? Mitnehmen? Nee. Hier, fahrt zur Hölle. Was hat mich da eben getroffen? Werfen die jetzt auch schon Granaten? Haben die irgendwo Mörser stehen? Würde mir jetzt auch nicht wundern. Ich weiß gar nicht mehr. Schon eine Weile her, wie gesagt, das ist das letzte Mal. Wo kommst du jetzt noch her? Oben waren noch gar keine Gebäude mehr, oder? War da oben noch was? Nee, da war ich doch, oder? Gut, auch noch meinen gut beförderten. Hinter so eine Kiste, aber...
Sei mal schön, falls die Karte dann noch ankommt, hat mein Geld zurückgefordert. Ja, also ich sag Bescheid. Wenn sie nochmal irgendwas tut. Nein, noch nicht alles, okay. Nach wie vor nichts da, keine Karte, kein Klingeln, kein Paket. Kein Nachbar, der irgendwie sagt, hey, ich habe eine Karte und ich gebe sie dir nicht. Oben sind noch mehr Granaten. Ich habe aber nicht wieder eine Granate. Habe ich eine Granate auf mich selbst? Ich will es nicht ausschließen. So. Total easy. Erstmal alles verlieren. Sehr gut. So, Rollenspielwahl kommt dann auch morgen. Also Samstag. Was sind denn die hier? Kommt denn ihr noch hier? Ich war hier doch schon. Ich habe hier doch schon alles getötet. Was? Weil die Wahl ziemlich sinnfrei ist, es steht Codec 2 drauf. Ich meine, wir wissen alle, was gewählt wird. Gut, Phase 4. Jetzt vielleicht nicht wieder mich selbst in die Luft oder was auch immer. Wo bin ich denn? Da bin ich. Kann ich die Granate über den Wald werfen? Ich werde es jetzt nicht ausprobieren, glaube ich. Ich habe schon nur noch wieder so unbeförderte Luschen. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich einen Unterschied macht, ob die befördert sind oder nicht, aber... Okay, liegen hier Landminen rum, die ich nicht sehe, oder... Was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Ich bin verwirrt. Von wegen einfaches Spielen. Beim letzten Mal stand Golding 2 auch drauf. Wirklich? Das wurde nicht gewählt? Hm. Ja, aber sonst steht ja nichts Gutes drauf. So. Steht noch drauf. Ah, das seht ihr dann morgen. Und danach funktioniert hoffentlich Arcano mal wieder, damit ich das endlich mal weiterspielen kann. So, könntest du mal rumkommen um die Pflanze? Danke. Ich finde es faszinierend, wie weit sie die Granate doch werfen können. Stirbst du jetzt endlich mal? Danke. Was bist du? Raketen? Bist du Raketen? Siehst aus wie Raketen. Weil ich glaube, ich ganz froh bin, wenn Golic 2 nicht gewählt wird. Das ist so schwer mit Addon, es ist nicht lustig. Was bist du denn? Ist eigentlich mal ansatzweise geworden? Verrückt. Okay, wir laufen. Wie soll ich denn das da von dem anderen Scheiß, das genauso aussieht, unterscheiden? Okay, die werfen es dann einfach in den Dschungel rein. Okay. Das sieht genauso aus wie die kleinen Dinger, die ich durchqueren kann. Ah, jetzt sehe ich das Ding. Jetzt habe ich es gesehen. Gut, muss ich jetzt... Oh Gott, ich muss wirklich auf die Umgebung achten. Das kann ich halt gar nicht. Gut. Läuft schon mal sehr gut. Hat er jetzt einfach mal einen gekillt? Oh, das gibt's nicht. Okay. Was stand da überhaupt alles noch drauf? Ich weiß es gar nicht mehr. So,
So, wieder um diese riesige Topfpflanze drumherum. Okay, durch die kleineren Pfützen kann ich gehen. Durch die größeren nicht. Das Drecksding, ey. Dieses Kackspiel. Jetzt weiß ich wieder, was so scheiße an dem Spiel war. Danke. Natürlich den mit der höchsten Bevölkerungsrate. Mir ein Bild von der letzten Wahl geschenkt. Das ist jetzt ziemlich sinnlos, mir das jetzt zu schicken, weil A, kann ich das jetzt nicht anschauen und B, wenn ich es anschauen kann, kann ich auch einfach die letzte Wahl anklicken. Aber wir haben wenigstens einen Mac getötet. Niemand mag Apple-Produkte. Da ist eine Menge Spund. Das Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob er das dauerhaft speichert. Fuck. Ist so ein bisschen kacke an dem. Oh, 79 Kills. Ach, der Scheiße. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen und es ist. Ja. Ich werde das jetzt mal. Nee, da ich ein Datum so habe, nehme ich mal an, nicht. Okay, gut. Hatte ich vorhin schon gemacht. Wann vorhin. Was? Warum? Hä? Ja. Wie ist hier? Vikings, Vikings. Wie auch immer. Kill all enemies. Kreativer wird das Spiel nicht mehr, glaube ich. Also vom Briefing her. Phase 1 von 3. Ja, ich habe ja noch ordentlich Rekruten. So, erstmal auf alles schießen, was aussieht, als könnte es explodieren. Ist die Map denn groß? Nee. Ja, vielleicht. Also, sie ist relativ geradeaus, könnte man sagen. Frage ist, jetzt muss ich irgendwann den Fluss überqueren. Ich habe hier niedriges und hohes Wasser. Ich glaube, man kann den Fluss hier gar nicht so einfach überqueren. Doch, kann man. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich Schwimmen, wo man gar nicht mehr schießen kann. Scheiß auf Aufsammeln. Das wollte ich schon aufsammeln. Naja. Halt, du bist... Wie weit fliegt überhaupt diese Granate? Fliegt die weit genug? Ja, kann man machen. Kann man schon mal machen. So, Vino kriegt sein Geld zurück, das heißt, morgen kommt die Karte an. Ah, ah, aha, geht weg! Dumm Pisser. Wieso dürfen die auch Granaten schmeißen? Was soll der Unsinn? Wieso darf der Gegner das auch? Das ist doch unfair. Ich wusste, das Spiel war total unfair. Wer hat denn das gewählt, welcher Idiot? Delfino. Ja, gleich mal wieder bannen dafür, ey. Ich habe zu spät gesehen, dass er eine Panzerfaust hatte. Wir haben ja noch 56 Rekruten.
Wie heißt schon die Cannonfutter? Da muss man den Kanonen auch was füttern. Ich muss sagen, der Mauszeiger ist vielleicht ein bisschen klein, aber sonst. Was seid ihr? Vier Raketen. Ja, geil. Bin ich ganz sicher, wie ich die jetzt auswähle. Ah, ich drück drauf. Testbrauch mit Raketen. Läuft. Läuft doch. So, jetzt vielleicht nicht wieder von dem Mann mit der Panzerfaust in die Luft sprengen lassen. Das war wie, oh, wie, welchem Spiel war das? Medal of Honor für die PlayStation, das ich mal let's played habe. Wo auch irgend so ein Typ mit der Panzerfaust rum. Ich habe den Schneemann gekillt. Ist der Schneemann gerade explodiert? Ja, danke, Spiel. Hier, nein. Könnt ihr die nicht richtig werfen? Na, also. So. Boah! Scheiße. Ah, da ist ja noch einer! Boah. Alter! Das ist nicht lustig. Wer hat diesen Scheiß gewählt? Ich hab ihn, glaube ich, auch gewählt, ich Idiot. Ah. Man kann nicht so wirklich zoomen, oder? Kann man? Ah, nee. Also, was heißt zoomen? Zoomen kann man eh nicht, aber ich meine halt so. Ja, schönes Spiel. Jetzt weiß ich so langsam wieder, warum ich das nicht durchgespielt habe. Weil nur die ersten Missionen so einfach sind und das hört ganz schnell auf. Ich erinnere mich plötzlich wieder. Konnte man auch einfach so da runter? Ja, kann man. So. Erstmal. Geh ich mal erstmal woanders hin. Oh Gott, ist die Karte groß. Oder heißt also in Anführungsstrichen. Können die auch darunter? Ja, die können bestimmt darunter schießen. Ah! Die können sehr gut da. Das Spiel unterscheidet nicht sonderlich effizient. Zwischen Höhen, merke ich schon. Gut, das Haus habe ich gekillt. Das Problem ist, ich muss auch noch alle Gegner töten, ne? Oder nicht noch einer mit Panzerfaust? Nein. Du bist nur. Okay. Du bist nur Deko. So, Vogel. Kann man nicht abschießen. Du bist nur so ein Hügel. Ich frage, das beantwortet insgesamt dann auch die Frage, wie viele Missionen hat das Spiel? Zu viele? Das sind Raketen? Jawohl. Nehme ich alle mal mit. Nicht schön. So, kann ich da durchschwimmen? Ich müsste. Theoretisch müsste ich das. Praktisch bin ich mir nicht so sicher. Ob das tiefe Blaue nicht vielleicht ein bisschen zu tödlich? Oh Gott. Was? Wo kam denn der zweite jetzt her? Ah, Gott. Ah.
Jetzt soll ich nicht mehr mit allen vorgehen, sondern immer nur mit einem? Oh, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob die anderen zwei dann alleine da klarkommen. Wie habe ich die jetzt wieder verbunden? Ach so, okay. Alles einfach. Schön einfach das Spiel. Ach, der ist mal wieder am Sterben. Schnauze. Nee, hier ist überall dunkelblau, das heißt also theoretisch. Ja, ich versuch's jetzt mal lieber nicht. Ich erstmal die Seite machen. Ne? So, gut, gut. Was? Ach, so beschiss hier. Wer will denn so einen Kack sehen? Ne? So, hier waren erstmal keine mehr mit. Nee, die waren ja irgendwie auf dieser Insel. Die umgehen wir erstmal. Nichts. Können wir uns erstmal die Raketen gönnen. Und dann können wir uns die Bazooka-Typen holen.